So, hallo und herzlich willkommen. Heute gleich ein neues Video, und zwar geht es um DreamHack 2015 in Cluj-Napoca oder wie auch immer das heißt. Ja, und es gibt wieder eine Pick'em Challenge und es gibt auch eine Fantasy Team Challenge. Klingt erstmal interessant. Nachteil in meinen Augen an diese Fantasy Team Geschichte ist einfach, dass man hier ziemlich viel Geld liegen lassen muss, um hier wirklich das zu erreichen, was man erreichen will. Und zwar geht es, man muss sich hier quasi ein Team zusammenstellen aus den Wunschspielern. Also der einfach der Kommando. Hier der hier, sieht man immer rechts in dem Fenster, was die jeweiligen tun müssen oder was die eben machen müssen. Hier zum Beispiel Sniper Kills, Easy, Entry Fragger, ersten Kills. Also kann man hier zum Beispiel aussuchen. Hier unten hat man auch Statistiken, wo man dann eben nachgucken kann, wer wo dann wirklich am besten ist. Und dann kann man die hier einfach mit den Aufklebern quasi sich ein Team, ein Fantasy-Team zusammenstellen. Man muss natürlich gucken, man kann diese Teamspieler nicht einzeln kaufen, man muss sich dann ein Package holen und dann muss natürlich der Richtige rauskommen. Oder man kauft sich im Community-Markt, natürlich relativ teuer. Muss ich mir noch überlegen, ob ich das machen soll. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wollt, dass ich das mache, beziehungsweise ob ihr das macht. Ich finde es jetzt generell fragwürdig, weiß ich nicht, ob ich es mache. Ich finde wieder interessant, wie immer, die Team Pick'em Challenge, und da werde ich auch auf jeden Fall mitmachen. Und ich habe mir schon vor ein paar Aufkleber zusammengekauft und ich denke, dass das hier in der ersten Runde auf jeden Fall alles recht eindeutig ist, zumindest für mich eben. Ich werde hier auf jeden Fall mal auf Fnatic gehen. Gegen Vexed Gaming, Luminosity Gaming, wie auch immer. Cloud9 wird es auf jeden Fall hier machen. Hier wird es TSM machen, in meinen Augen. Mouseboards natürlich und hoffentlich. Virtus Pro, keine Frage. Nip wird es machen, hoffentlich, vermutlich. Hier NYS wird es auf jeden Fall auch machen. Und Navi wird es hier in meinen Augen auch machen. Es sind ein, zwei Spiele, wo man vielleicht sagt, okay, könnte spannend werden. Aber ich denke, im Großen und Ganzen ist es recht eindeutig, dass es so ist. Deswegen tippe ich das jetzt auch alles so. Ist natürlich alles auch wieder kein Safe Call. Das ist meine Einstellung oder das, was ich halt eben vermute, mein Tipp eben. Ich bin mal gespannt. Schreibt doch in die Kommentare, was ihr getippt habt oder ob ihr generell sagt, okay, das Scheiß hier, keine Ahnung, interessiert mich nicht, ist nur Geldmacherei, kotzt alles an. Also bei Fantasy Team Challenge muss ich mir überlegen, ob ich da mitmache oder ob ich einfach vielleicht von jedem oder von eben fünf Sachen eins öffne und das dann, die dann einfach reinpacke, um dann überhaupt mitgemacht zu haben. Wenn dann hier zum Beispiel einer stirbt, kann man wieder neun einsetzen. Keine Ahnung, schreibt doch in die Kommentare, was ihr bei der Team Pick'em Challenge tippt, ob ihr es genauso seht oder ob ihr sagt, okay, da ist vielleicht der ein oder andere Newcomer oder Underdog, der hier das Rennen macht. Ich denke, das ist Fnatic auf jeden Fall wieder ins Finale macht gegen Virtus Pro. Ja, Nip, NYS, Navi, TSM, da würde ich jetzt nicht so komplett so meine Hand für ins Feuer legen. Das wird auf jeden Fall die finale Runden und die späteren Runden werden auf jeden Fall richtig spannend werden. Da wäre jetzt auch nur so mein einziger Safe Call oder meine einzige arge Vermutung, dass es Fnatic ins Finale schafft und hier eben mit den anderen großen Namen gegenkämpft. Aber wie gesagt, es wird mit Sicherheit spannend. Ich freue mich auch extrem wieder auf die Spiele und ich werde hier auch extrem wieder suchten. Gibt natürlich auch wieder diese Souvenirpäckchen. Jo, schreibt in die Kommentare, gebt einen Daumen hoch, wenn ihr mehr sehen wollt von den nächsten Tagen oder sagt ihr, keine Ahnung, interessiert mich nicht wirklich, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Und ansonsten vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.